WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton Thurgau. Leica Geosystems AG, St. Galler Kantonalbank und der St. Galler Stadtwerk. Aus 45 Studierendenteams von der Fachhochschule St. Gallen sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2019 in den Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Es ist eine Auszeichnung von den talentiertesten Nachwuchskräften für die Ostschweizer Wirtschaft. Mehrere Monate lang haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen für Unternehmen. Das Praxisprojektteam vom FHS-Dozent Andreas Löhrer beschäftigt sich mit der pharmazeutischen Logistik in chinesischen Spitälern. Im Auftrag von Swisslog Healthcare Shanghai untersuchen die Studierenden, wie man die unterschiedlichen Lösungen kann bündeln und vernetzen kann. Hier mussten wir unter anderem einen Zielprozess definieren, wo in chinesischen Spitälern angewendet werden könnte. Wir mussten feststellen und identifizieren, in welchen Bereichen können mobile Roboter für den Arzneimitteltransport eingesetzt werden. Wir haben ein Market Screening gemacht, sprich der chinesische Markt nach passenden Softwareunternehmen für das Track and Trace analysiert und am Schluss alle Möglichkeiten in einer Strategielandkarte zusammengefasst. Swisslog Healthcare Shanghai ist eine Tochterfirma vom deutschen Robotikkonzern KUKA, die sich auf automatisierte Logistiksysteme für Medikamentenverteilung spezialisiert. Das Unternehmen will mit dem Praxisprojekt neue Marktfelder erschliessen. Wir haben letztes Jahr schon eine Arbeit machen mit der Fachhochschule und das ist eigentlich eine Erweiterung von dieser Arbeit von letztes Jahr, eine Vertiefung, wo es darum gegangen ist, die Marktopportunitäten, die man letztes Jahr eruiert hat, jetzt mit Geschäftsmöglichkeiten zu vertiefen. Das Praxisprojekt ist eine Zusammenarbeit zwischen der Fachhochschule St. Gallen und der Shanghai University. Ein Teil der Arbeit hat darum vor Ort in China stattgefunden. Die Studierenden mussten aber noch mehr Herausforderungen meistern. Einerseits war das sicher eine Komplexität der Thematik. Wir mussten in verschiedenen Bereichen sehr ins Detail hineingehen, was herausfordernd und auch spannend war. Gleichzeitig, weil wir mit chinesischen Studierenden zusammengearbeitet haben, ist natürlich das Interkulturelle, das zum Teil auch nicht immer ganz einfach war. Die 3 Studierenden von der FHS und 3 Studierenden von der Shanghai University haben sich aber schnell gefunden. It was really comfortable and hardworking. We worked together as families and we support each other from the whole time. Das Projektteam ist nach ein paar Anfangsschwierigkeiten durchgestartet. Ihr Coach von der Fachhochschule St. Gallen ist stolz auf ihre Leistung. Sie haben Gas gegeben, sie haben sehr gutes Resultat nachher abgeliefert und nicht zuletzt darum, weil sie auch untereinander sehr ausgeglichen waren, ausbalanciert zwischen den chinesischen Studierenden und den Schweizer Studierenden und natürlich inhaltlich sehr gute Performance abgeliefert haben. Die Arbeit der Studierenden zeigt der Swisslog Healthcare Shanghai auf, wie ein Unternehmen kann in den chinesischen Spitälern Softwarelösungen mit mobiler Robotik verbinden kann. Wir konnten einerseits klar einen Zielprozess definieren, der in chinesischen Spitälern angewendet werden kann in Zukunft. Wir haben für Swisslog außerdem festgestellt, dass vor allem Ivy Bags sich lohnen für einen Transport mit mobilen Robotern. Wir konnten 6 Unternehmen identifizieren, die eine Track-and-Trace-Softwarelösung schon anbieten oder wo sich eine Zusammenarbeit lohnen würde. Und am Schluss haben wir noch alle Möglichkeiten können in einer Strategielandkarte zusammenfassen und so eine optimale Möglichkeit für Swisslog zu präsentieren. Mit den Ergebnissen des Praxisprojekts kann Swisslog Healthcare Shanghai die nächsten Schritte in die Wege leiten. Also ganz konkret haben wir vor allem auch Aussagen im Bereich mobile Robotik und Rückverfolgbarkeitssoftware gefunden. Wir werden jetzt die nächsten Schritte zur Kommerzialisierung dieser Produkte in Angriff nehmen. Dank der klaren Erreichung der Projektziele rechnet sich das Team für den WTT Young Leader Award gute Chancen aus. Wir haben es verdient, um den Young Leader Award zu gewinnen, weil wir ein vielschichtiges Projekt mit verschiedenen Thematiken hatten. Wir hatten eine interkulturelle Situation, wo chinesische und Schweizer Studierende zusammengearbeitet haben während 8 Monaten. Und außerdem haben wir es geschafft, um 470 Seiten auf einer oder 3 Seiten zusammenzufassen und können so Swisslog eine Übersicht über die verschiedenen Möglichkeiten bieten. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2019? Preisverleihung findet am nächsten Montag in der Tonhalle St. Gallen statt, mit der Zusammenfassung einen Tag später auf TVO.
Der WTT Young Leader Award, präsentiert vom Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kanton Thurgau. Bauwerk Parkett AG, Bühler AG und der Solenthaler Recycling AG.